Hallo, hier sind Sophia und Tamara. Wir machen heute in Mainz eine Umfrage zum Thema: Was oder worauf freuen Sie sich an Ostern am meisten? Was machen Sie denn gerne an Ostern? Och, an Ostern bin ich gerne mit der Familie zusammen, wenn schönes Wetter ist, dass man sich ein bisschen draußen aufhalten kann. Eier suchen ist in meinem Alter jetzt nicht mehr so aktuell, aber halt ein bisschen Zeit mit der Familie verbringen. Wir fahren dann immer zu meiner Oma und da treffen wir uns dann alle zusammen, essen schön. Da gibt es auch kleine Geschenke. Ja, einfach beisammen sein. Ja, dem kann ich was abgewinnen. Ich bin auch überzeugter Christ. Und Ostern als Fest der Auferstehung sagt mir schon was. Und damit kann ich auch viel anfangen. Ist auch Glaubensgrundlage bei mir. Hallo, könnt ihr uns ein bisschen was erzählen, was ihr so an Ostern am meisten mögt? Ich würde mal sagen, mit der Familie zusammen sein, Ostern, Ferien haben, Ostereier so. Ja. Und du? Osterfeuer, also dass sich man da mit Freunden trifft und dann einfach Feuer zuguckt und dass man einfach zusammen Spaß hat. An Ostern ist ja auch Jesus Christus auferstanden. Könnt ihr irgendwas dazu sagen oder habt ihr da einen Bezug dazu? Ja, Bezug dazu, also ich gehe an Ostern in die Kirche mit meiner Familie zusammen und ja, das ist mein Bezug dazu. Wenn mir jetzt irgendjemand sagt, guck dir den Mann da drüben an, der ist vor 2 Tagen auferstanden, dann würde ich über den lachen und vielleicht weggehen, weil ich glaube, dass der irgendwie verrückt ist. Aber ich weiß nicht, ich würde die Bibel eher sinnbildlich sehen und dass irgendwie Jesus vielleicht die Hoffnung denen gegeben hat durch die Wiedergeburt. So, ja. Geht ihr noch Ostereier suchen oder seid ihr dafür schon zu alt? Nee, eher nicht mehr. Ich werde das mindestens noch bis ins Altersheim machen, bis ich demenzkrank werde und dann vergesse, wo die Ostereier schon waren. Am Ostern gefällt mir am allermeisten, wenn die Kinder dann die Geschenke suchen. Auf der Wiese oder im Wald oder so. Das ist, finde ich, das Schönste für die Kinder. Nichts Religiöses für mich, nichts Wichtiges für mich. Schokohasen. Und ich mag an Ostern, dass da schon Frühling ist und dass alles so schön blüht und es ist so schön grün draußen. Ja. Und du? Ich mag auch an Ostern besonders gern mit der Familie zusammen zu sein und in der Natur zu sein und ja. Und halt auch die Geschenke so zu suchen und zu verstecken. Ja. An Ostern gefällt mir sehr gut, dass sich die Familie trifft und dass es da viel ums Essen geht, aber auch um die bunten, zum Teil schön bemalten Ostereier. Wenn das Wetter das erlaubt, dann werden Spaziergänge gemacht und wir haben da so schon Jahre wird das mit den Kindern so gespielt. Also wir sind dann auf dem Osterspaziergang und jeder Berg, der sich da anbietet, werden die Eier gekullert und der am weitesten dann, wo das Ei am weitesten kullert, der kriegt dann so ein kleines Geschenk, was man schon vorbereitet hat und mitnimmt. Das ist dann die Krönung sozusagen. Ostern ist ein Fest, mit dem viele was anfangen können. Ein Fest für Familie, Freunde und Ostereier suchen. Oder einfach in die Kirche gehen und das Osterfeuer bestaunen. Auf jeden Fall ein Fest für das Leben.